Ja, danke, Leslie. Herzlich willkommen zu unserer Zukunftswerkstatt und auch zu unserem Impulsvortrag. Wir haben gedacht, wir fangen gleich mal mit dem Zitat an. Leslie, wenn du auf die nächste Folie mal gehst. Bitte. Genau. Wenn wir feststellen, dass Exklusionsmuster in Ihren Institutionen wirken, dann denken Sie, es gibt einen Quickfix. Uns fehlt Diversität, wir holen uns Diversität fertig. Dieses Zitat stammt von Professor Maisha Aumer. Sie ist eine Aktivistin und Professorin im Bereich Rassismuskritik und das trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Denn wenn man ernsthaft Diversitätsentwicklung betreiben möchte, dann ist das vor allem eins langwierig und mühsam. Frau Völkers hat das gestern auch nochmal betont in ihrem Vortrag. Man muss Strukturen analysieren, man muss sich Feedback einholen, man muss bewährte Prozesse ändern. Das folgende Bild kennen vielleicht einige von Ihnen aus den Publikationen von Citizens for Europe. Das ist auch sehr treffend für den Bereich Diversitätsentwicklung. Wir sehen hier Menschen mit kleinen Würfeln, die durch eine Türe durchgehen und andere Menschen vor dieser Türe mit großen Würfeln. Ich bin mir sicher, an diesem Türstock steht irgendwo herzlich willkommen an alle, aber es bleibt dabei, einige sind draußen und kommen nicht durch die Tür durch und andere können durch die Tür gehen. Man kann jetzt natürlich den Menschen, die draußen stehen, sagen, komm trotzdem einfach rein. Das ist natürlich sehr einfach gedacht, denn die Verantwortung wird dadurch nach außen verlagert. Und es ist natürlich auch nicht realistisch. Denn wenn man alle Menschen ansprechen möchte, dann müssen die Einrichtungen auch auf deren Bedürfnisse eingehen und deren Perspektiven abbilden. Ein kleines Beispiel. Sie wollen mit Ihren Angeboten mehr Menschen mit migrantischen Wurzeln erreichen und denken sich einfach und übersetzen Ihre Flyer in mehrere Sprachen, damit die Angebote dann auch bei den Communities bekannt sind. Jetzt gibt es natürlich über Neuzugewanderte hinaus auch Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben oder die hier geboren sind und die ihre Lebensrealität in unseren Medien, in den Bibliotheken kaum abgebildet sehen. Sie finden in den weißen Heldinnen keine Identifikationsfiguren und statt Sprach- und Integrationsangeboten wünschen sie sich eher, dass die Realität aus der Postmigration in unserem Veranstaltungsprogramm abgebildet wird. Statt über sie zu sprechen, wollen sie selber, statt dass über sie gesprochen wird, wollen sie gerne selber sprechen und statt ihre Interessen aufgegriffen werden, werden fremdsprachige Angebote entwickelt. Das ist natürlich nicht falsch. Es geht natürlich auch um mehrsprachige Angebote. Es geht natürlich auch um Zielgruppenansprachen. Das ist alles ein sehr guter Anfang, aber es braucht mehr. Es braucht die strukturelle Veränderung. Wenn wir jetzt nochmal dieses Bild uns angucken, gäbe es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man hier in dieser Situation handeln könnte. Man könnte den Türstock versetzen. Man könnte einen Kran bauen und die Würfel über diese Mauer hieven. Man könnte natürlich die Mauer auch einreißen oder man könnte von innen nach außen vor die Tür gehen und mit den Menschen ins Gespräch gehen. Und wenn Einrichtungen von innen nach außen schauen, dann ist es oftmals so, dass sie die Barrieren nicht sehen, weil sie selber sitzen ja im Inneren und haben Zugang. Das ist natürlich ein Privileg, das man auch gut reflektieren muss. Deswegen ist es auch total wichtig, die Menschen, die außen sind, zu fragen, mit ihnen in Dialog zu gehen und zu fragen, welche Barrieren sie wahrnehmen und vor allem, wie man sie abbauen kann. Denn oftmals haben die Menschen, die außen stehen, sehr gute Vorstellungen davon, was man tun müsste, damit sie dann wirklich den Ort betreten können. Und damit übergebe ich an dich, Leslie. Vielen Dank. Also, wie Sarah sagte, Diversität ist nicht nur interkulturelle Bibliotheksarbeit. Dieser Ansatz und dieses Modell auf verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, dann zugeschnittenen Einzelmaßnahmen, Veranstaltungen, vielleicht in besonderen Medienaggregal zu gestalten oder anzubieten. Das besteht schon seit einigen Jahrzehnten in Bibliotheken und ist, wie Sarah sagt, ist es auch immer noch wichtig und weiterhin wichtig. Und das war auch so am Anfang von der Reise von den 360-Grad-Agentinnen und von der Kulturstiftung. Das Programm wurde als interkulturelles Öffnungsprojekt ausgerichtet, weil das war vor 3 Jahren, aber für mich jetzt so in der diskriminierungskritischen Arbeit war das schon eine andere Welt. Und damals konnte man in manchen Kreisen dann nicht wirklich über antirassistische Arbeit zum Beispiel sprechen. Das Wort Rassismus wurde noch stark mit Rechtsextremismus verbunden, so in den Köpfen. Und dann
konnte man nicht wirklich über strukturelle Rassismus oder Sachen wie zum Beispiel, wenn man einfach in die Regale guckt, dann müssen nicht total böse, ausdrücklich rassistische Bücher drin sein, sondern da fehlen einfach Menschen. Das ist nicht absichtlicht, aber es ist trotzdem verletzend. Und über die Jahre haben viele 360-Grad-Einrichtungen, auch die Kulturstiftung, langsam sind sie auf die, das Erkenntnis gekommen. Da gibt es sehr viele verschiedene Gründe, warum Leute vielleicht außen stehen in der Gesellschaft. Und das natürlich, betrifft natürlich auch die Tür zur Bibliothek. Also hier sind ganz viele verschiedene Eigenschaften von Identitäten von Menschen. Das kommt aus einem sehr, sehr hilfreichen Heft, das ich allen empfehlen könnte. Ich weiß, BibliothekarInnen lieben Quellen. Und das ist von einer tollen Organisation, das heißt RAA Berlin. Man kann einfach RAA Berlin googeln und mehrere verschiedene Hefte bekommen, wo über diese anspruchsvollere Verständnis von Öffnung von der Institution zu lesen. Laut RAA Berlin, Diversität, um das wirklich gerechtigkeitsorientiert zu gestalten, das berücksichtigt mehrere Diskriminierungsformen und es ist machtkritisch. Das heißt, wir sagen nicht mehr, oh, es gibt eine Kultur, es gibt die deutsche Kultur und kommen irgendwie Migrantinnen rein mit ihren Kultur und man muss nur sich aufeinander zugehen. Man sagt, okay, nee, es kann Rassismus gehen, es kann auch andere Formen von Diskriminierung und es hilft, erstmal die Merkmale im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz anzuschauen. Das ist dann erstmal überschaubar. Das sind die nationale Herkunft, rassistische Zuschreibungen, geistige, körperliche Fähigkeiten, sexuelle Identität, geschlechtliche Identität und Alter. Und außerhalb der AGG-Merkmale sind soziale Herkunftsmerkmale, also Klasse und Bildungsstand und so weiter natürlich auch sehr wichtig. Es gibt noch ein ganz neues Heft von RAA. Sie sehen, wir sind alle super RAA-Fans. Das ist, heißt Wahrnehmung, Haltung und Handlung. Und das ist wirklich eine super hilfreiche Einsicht, wenn man überlegt, wie kann eine Bibliothek oder wie kann das ganze Bibliothekswesen in Deutschland sich auf diese Reise nach Diversität begehen. Weil nach meinem Empfinden, also in diesem Dreischritt, dass man eigentlich halt die Würfel, die Tür, also die Instanzen, wo Leute nicht reinkommen, das erstmal wahrnehmen müssen und nicht sagen, unsere Haltung ist, dass die Bibliotheken schon für alle offen sind und dann machen wir ein bisschen Handeln und dann ist gut. Also meinem Empfinden nach kann man noch an dieser Wahrnehmung arbeiten und dann wird das Handeln und die Haltung noch nuancierter und effektiver. Da gebe ich dann wieder an Sarah. Genau. Bei Diversitätsentwicklung geht es um einen ganzheitlichen Prozess. Es geht um strukturelle Veränderungen und im Mittelpunkt stehen die drei Ps. Das haben wir heute auch schon öfter gehört, auch bei der Einführung vorhin mit Handan und Prasanna. Es geht ums Personal, ums Publikum und ums Programm. Beim Personal nicht nur Fortbildungen, sondern natürlich auch Einstellungsprozesse. Beim Thema Publikum geht es sowohl um Zielgruppenansprache, also um eine andere Form der Kommunikation, als auch um Partizipation und Einbindung von Communities. Und beim Programm geht es um die beiden großen Bereiche Medien sowie Veranstaltungen. So, wir haben verschiedene Breakout-Sessions heute vorbereitet, in denen wir Ihnen einige Ansätze zeigen werden. Wenn die eigene Einrichtung sich diversifizieren soll, dann braucht es eine bestimmte Haltung. Es geht darum, Privilegien, Machtasymmetrien und die Bilder der anderen zu dekonstruieren und zu reflektieren. Silvia Linneberg zeigt einen Ansatz aus Hamburg zusammen mit Silke Schumann von der DBV-Kommission. Leslie, dein Mikro. Ja, beim Personal geht es auch um die Personalentwicklung, also im Sinne von Personalgewinnung und Erhaltung. Ist die Bibliotheken für alle offen als Berufsfeld, als Ausbildungsplatz, als Arbeitsplatz?
Über diese Frage wird Danilo Vetter, die Leitung von der Stadtbibliothek Pankow, sprechen, zusammen mit Heike Schmidt von der DBV-Kommission. In diesem Raum 3 setzt sich Julia Haug von der Ernst AB Bücherei Jena zusammen mit Anne Siebers mit der Frage nach dem Publikum auseinander. Kennen Sie die Nutzerinnen? Wissen Sie genau, wer zu Ihnen kommt und wer noch nicht? Was für Barrieren gibt es eigentlich und wer sind eigentlich alle und wenn ja, wie viele? Ob sich das Veranstaltungsprogramm auch an alle richtet, lässt sich am besten auch in Erfahrung bringen, wenn man einen externen Blick auf das Programm einholt. Erst wenn die eigenen Perspektiven hinterfragt sind und die Leerstellen aufgedeckt sind, kann man sich hier strukturell verändern. Und ich werde ein Beispiel aus München zeigen, wie wir hier mit der Fortbildung, mit der Qualifizierung von Noah So erfolgreich rassismuskritisch veranstalten, um Leerstellen aufzudecken. Und das stelle ich zusammen mit Miriam Schmidt vor von der DBV-Kommission. Ja, der Ansatz im Raum über Programm Medienbestand ist ähnlich. Wir können als Bibliothekarinnen nicht alle Perspektiven abdecken, alle Geschichten dann selber erzählen, sondern es ist wichtig, halt mit verschiedenen Communities von Menschen mit Rassismuserfahrung oder andere Diskriminierungserfahrung zusammenzuarbeiten, um Medien auszuwählen oder sogar diese Entscheidungsmacht an Sie zu übertragen. Darüber spreche ich aus der Stadtbibliothek Pankow zusammen mit Denise Barak aus der Stadtbibliothek Heilbronn und Irini Korsakis aus der Zentralen Landesbibliothek und der DBV-Kommission. Dann geben wir auch noch ein paar Reflexionsfragen geben Ihnen ein paar Reflexionsfragen auf dem Weg in den Breakout Rooms. Was brauchen wir Bibliotheken, diese Diversitätsprozesse zu unternehmen? Da gibt es Diversitätsprozesse, wenn wir schon sagen, das sind nicht nur Einzelmaßnahmen, genau gesagt, das sind wirklich Veränderungsprozesse. Veränderungsprozesse sind gerade für Bibliotheken nichts Neues. Denken wir an Digitalisierung. Da gibt es erstmal Widerstand oder so, dass man feststellt, ich habe noch nicht alle Ressourcen und Werkzeuge und Kompetenzen, das zu machen. Denken wir an Kollegen, die sagen, oh, E-Books, das werde ich nie verstehen oder möchte ich nicht, ich habe was anderes studiert, da sind wir ein bisschen weiter. Und man kann auch darüber nachdenken, wo hakt es noch auf unsere Reise nach Diversität oder überhaupt das zu beginnen. Und aus dem Veränderungsmanagement gibt es diese schönen Quadrate. Wissen wir noch nicht, dass Veränderung notwendig ist? Da kommen wir wieder auf diese Wahrnehmungsfrage. Oder wohnen wir noch nicht? Oder wohnen einige von unseren Kollegen noch nicht? Vielleicht haben wir Angst oder möchten unsere Entscheidungsmacht vielleicht noch nicht aufgeben. Können wir noch nicht? Vielleicht fehlt es uns Ressourcen. Man denkt sehr schnell natürlich an Zeit und Geld. Oh, wir haben nicht genug Personal, wir haben nicht genug finanzielle Ressourcen, aber es gibt auch andere Ressourcen wie Kompetenzen, Partnerschaften und so weiter. Oder dürfen wir noch nicht? Vielleicht gibt es Vorschriften, die noch geändert werden müssen oder die Kulturpolitik muss uns anderes Handlungsräume halt ermöglichen. Dann gebe ich wieder das Wort zurück an unsere Kolleginnen Moderatorinnen von MBT, die uns in diese Breakout Rooms leiten werden.